Willkommen zurück hier bei Let's Play Red Dead Redemption 2. In der letzten Folge haben wir diesen Banküberfall hier angefangen und jetzt müssen wir den Typen hier irgendwie dazu bringen, dass er den Tresor öffnet. Okay. Wenn ich R2 drücke, dann schießt er doch. Ja, genau, da steht R2 zielen. Ich drücke R2, ja, und er schießt einfach instant. Genau das ist das, was ich meine. Also, sorry, aber da sind die Tasten vielleicht ein bisschen falsch gewählt. Also, das finde ich gerade, finde ich nicht so Bombe. Ja, ich bin auf jeden Fall gerade ziemlich hyped, ich finde das ziemlich lustig. Aber ich hoffe, wir müssen jetzt nicht allzu lange warten. Okay, wir müssen jetzt wieder komplett von vorne anfangen. Okay, we're going. Nah, hold on. Wait till she's gotten real dead. Auch richtig unauffällig hier. Okay, the door's unlocked. Na, das wird jetzt lustig. Wieso ich dreh nach hinten und er geht nach vorne? Ich versteh's nicht, warum? Okay. Möchte er ihn nicht vielleicht irgendwie verhauen oder so? Oder bewusstlos schlagen? Wohl eher nicht. I'll be as quick as I can. Yeah, I think I should be able to crack these. All right, but you better be quick. You shut the hell up and stay still. Okay. Spannend. Okay, hier haben wir jetzt wenigstens schon mal ein bisschen was. Okay, so geht's irgendwie auch.
super strange, dass das auch, dass wir das auch so schnell machen können. Ich könnte das irgendwie so gar nicht richtig hören. Okay. Strange. Okay. Nur noch zwei. That's another one cleared. This is looking good. How much longer? Nearly there. Okay, you reckon that's enough now? Maybe. Yeah, it's never enough. Well. Ich bin gerade irgendwie auch ein bisschen nervös. Okay. Wie viel Geld das einfach ist. Einfach so in jedem mindestens, ja, in dem sogar 5000. Ich will noch den letzten knacken. Okay. So, das scheint ja damals ziemlich easy zu sein, gewesen zu sein. Genau, den kannst du ruhig bewusstlos hauen. Der ist eh dämlich. Und nicht hilfsbereit. Ich denke, wir sind gut. Komm, ich lead the way. Everybody, stay calm. Ich hoffe, ihr habt... Warum haben die nicht gefesselt und geknebelt? Das wäre viel schlauer gewesen. Wir könnten jetzt noch Waffen kaufen gehen. Ja, wir sollten jetzt besser einen Abgang machen. Das ist tot oder lebendig. Ja, moin. Ich glaube, hier können wir jetzt so schnell nicht mehr hin zurück. Also, aber irgendwie sind die auch ein kleines bisschen selbst daran schuld. Die hätten die ja auch einfach knebeln können. Und irgendwie die Tür verdingsen. Tschüss. Tschüss. Ja, es kommen noch mehr. Aber woher sollen die denn jetzt bitte wissen, dass wir hier lang reiten? Wie gesagt, Funkgeräte und so ein Kram gab es damals ja alles nicht. Muss man ja irgendwie mit dazu sagen, finde ich. So, jetzt haben wir es aber. Woher? Ich frage mich ohne Witz die ganze Zeit nur, woher? So. Oh Mann. Immerhin war es lustig. Tschüss. Direkt mal nachladen hier. Aber allgemein fand ich das ziemlich lustig, muss ich sagen.
think we lost him. Thank you, gentlemen. That was... stupid and dangerous. Thank you, Bill. We're alive and we're paid. Yeah. I don't see the problem. Yeah, and that is the problem. Bill, this is a very good take. Dutch will be happy, even if it did come with a heap of trouble. Ah, it was fun. Well, maybe you're right. Now, go on, get out of here. I have some other business to attend to. Don't head directly back to camp, and make sure you ain't followed! Okay. This is Downs. Das war lustig. Wie viel Geld haben wir bekommen? Das steht hier noch nicht. Okay, ich schaue einmal kurz auf die Karte. Oh. Wer hätte das gedacht? Aber es ist noch nicht so schlimm wie da unten, also noch geht es ja. Das war auf jeden Fall ein Spaß. Aber ohne Witz, ich habe es echt gefeiert. Also ich hatte da schon ordentlich Spaß. War eine echt coole Mission. So. Okay, dann sollten wir jetzt gleich bei der Ranch sein. Wir sollten jetzt das Geld von der holen, oder? Die schuldet uns ja irgendwie voll viel. Oder so. Ich meine, das war dieses Ding. Ach ja, Mensch, wir sind hier noch in so in den alten Gebieten mit dem alten Lager. Moment, das war doch da oben, oder? Da können wir eigentlich mal, Eva, es liegt halt gerade auf dem Weg. Das heißt, wir können da eigentlich mal eben kurz vorbei und einfach mal gucken, wie es da jetzt aussieht. Mich interessiert das nämlich gerade einfach. Das war doch hier, oder? Oder irre ich mich? Hier war das alte Lager, meine ich. Oder? Oder noch weiter in die Richtung. Oh, hier war das alte Lager. Ein bisschen traurig. Naja, gut. Dann machen wir uns mal wieder auf den Weg. War es überhaupt hier? Nein, das war doch nicht hier, oder? Ich erkenne es leider nicht mehr so wirklich, aber hier hat es gebrannt, also es könnte es halt echt gut sein. Ich glaube eher, es war noch weiter in Richtung Süden. Oh oh. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Na gut, dann holen wir jetzt mal das Geld, wenn wir hier schon mal in der Gegend sind. Ist es noch weit? Müsste es eigentlich nicht. Ja, es ist schon hier rechts irgendwo oben. Na gut. So, jetzt hier nach links. Und hier müsste es dann auch gleich sein, oder nicht? Das Pferd macht schon Trouble hier. Waren wir hier nicht schon mal? Ich erinnere mich irgendwie, dass wir hier schon mal waren. My husband's not cold in the ground and you've come back here. Archie, I nearly paid off what was owed. Your husband knew the rules when he took that money. Now, I'm real sorry about the way things turned out, but he had a choice. Ain't my fault about the way the world is. He didn't have a choice. He was good and he did good. There wasn't no choice in that. And you've as good as killed him yourself, and don't kid yourself. You had a choice. You speak as if killing were something I cared about. You ever wonder about eternity? You should. I hope it's hot and terrible, Mrs. Downs. Otherwise, I'll feel I've been sold a false bill of goods. Now, please, give me that money. Either you got a lazy eye or lack of respect. Which is it, boy? I ain't got no lazy eye. No respect for the likes of you. Well, maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black on your behalf. You think on that, boy?
Well, maybe you shall, sir. And maybe other events will transpire. You best stick to them books, because mark my words on this. Vengeance is an idiot's game. Ah, Mrs. Downs, thank you for your punctuality. It's next to godliness, isn't it? That's cleanliness. I'll have to take your word on that. Good day. Das war sehr interessant. Dann sind wir wohl wieder beim Lager angekommen. ...2500 habe ich für den Banküberfall bekommen, nice. Finde ich nicht schlecht. Gut. Was können wir denn dann jetzt machen? Wir könnten erstmal hier zum Dingens gehen. Ich will hier noch keine Mission anfangen, weil, für mich die Aufnahme heute eigentlich auch zu Ende ist. Es sieht hier gerade richtig hübsch aus. Boah, ich hoffe, hier verfolgt mich gerade niemand. Darauf hätte ich nicht so Bock. Beitrag leisten. Wir können ja mal schauen. Wir haben gerade 3500 WTF. Geld. Machen wir mal 100. 100 ist schon relativ viel. Oder 150. 295 ist ein bisschen viel. 250. Ach komm, machen wir 250. Das passt schon. Ohne Witz, wir sind hier einfach echt wahrscheinlich die einzigen, die hier regelmäßig Geld einzahlen. Ich wollte eigentlich gerade den anderen Knopf drücken, aber vielen Dank, Spiel. So. Gut. Die haben alle Gegenstände gespendet. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Nächste Seite, was haben wir denn so? Arzneienvorräte. Dutch will etwas Gemütliches. Nein, also auf keinsten. Das ist das Geld halt auch einfach nicht wert. Dann kaufen wir mal diesen Kram. Hey. Gut. Ich würde aber sagen, wir setzen dann auch mal an der Stelle einen Cut. Ich versuche jetzt schon mal zu speichern. Ist das möglich? Spiel speichern? Ich hoffe schon. So, ja, bitte hier speichern. Ja, wir setzen an der Stelle mal einen Cut. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Moment. Wir sind jetzt bei... Habe ich nicht hier gespeichert? Ich bin mir gerade... Doch, ich wollte hier speichern. Ja, doch. Spiel. Ah, okay, es speichert dann immer ganz oben. Jetzt haben wir es verstanden. Gut. Ich würde sagen, wir setzen dann an der Stelle mal einen Cut. In der nächsten Folge werden wir dann schauen, was wir hier noch so alles anstellen können, was die da von uns wollen. Und ja, über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Und bis dahin.